Hier sind 30 geheime Minecraft-Fakten über die Dorfbewohner. Nummer 1. Dorfbewohner sind Diebe. Sobald sie Essen auf dem Boden sehen, können sie es aufsammeln und in ihrem Inventar lagern und verstecken. Und das machen sie so gut, dass man das Essen nie mehr wiederbekommt, selbst wenn man sie tötet. Nummer 2. Es gibt einen Unterschied zwischen Java- und Bedrock-Dorfbewohnern. Wenn wir einen Amboss auf die Füße eines schlafenden Dorfbewohners fallen lassen, überlebt er nicht nur, sondern merkt es nicht mal. Bei den Dorfbewohnern in der Bedrock Edition ist das anders, denn dort sind die Ambosse gefährlich. Sogar so gefährlich, dass die Dorfbewohner durch das Gewicht des Ambosses erdrückt und getötet werden. Nummer 3. Eine weitere komische Sache ist, dass Dorfbewohner in Booten schlafen können. Wartet dafür, bis es Nacht wird und er schlafen geht, setzt dann eine Stufe neben das Bett und darauf das Boot. Tada! Jetzt schläft der Dorfbewohner im Boot. Aber das Bett darf trotzdem nicht zerstört werden. Ein ziemlich lustiger Anblick, oder? Nummer 4. Im Jahr 2012 wurde in den Minecraft-Dateien eine geheime Textur hinzugefügt. Und zwar der wütende Dorfbewohner. Leider kam das nie wirklich ins Spiel und heute funktioniert es nur noch mit einem Texture-Pack. Nummer 5. Hier sehen wir das kleinste Dorf, das jemals in Minecraft gefunden wurde. Das Dorf hat nur ein Haus und einen Brunnen. Verwendet diesen Seed und geht zu den Koordinaten hier, um dieses wirklich sehr seltene Dorf selbst mal anzuschauen. Nummer 6. Im Laufe der Zeit haben sich die Dorfbewohner stark verändert. Während es früher nur den normalen Dorfbewohner und keine Berufe gab, gibt es heute über 100 verschiedene Arten, die alle unterschiedlich aussehen. Sie alle basieren dabei auf der ursprünglichen Textur. Nummer 7. Im Jahr 2014, als Aprilscherz, gab es wieder einige Änderungen, die völlig verrückt waren. Denn alle Skins wurden plötzlich auf die Dorfbewohner-Textur geändert und die Soundeffekte komplett verändert. Dadurch hat man überall im Spiel Stimmen gehört. Hört euch das mal an. Oh, oh. What are you doing? Oh! Jump! Jump! Break! Nummer 8. Welches ist das größte Dorf in Minecraft? Keine Ahnung. Aber diese drei Welten haben wahrscheinlich einige der größten, die jemals gefunden wurden. Hier sehen wir ein Dorf, das aus 24 Häusern besteht. Und hier liegen drei verschiedene Dörfer auf einer Insel fast nebeneinander. Das größte Wüstendorf ist wahrscheinlich dieses hier. Nummer 9. Apropos große Dörfer. In Dörfern mit mindestens 20 Betten kann es vorkommen, dass mehrere Zombies spawnen, auch wenn alles mit Fackeln ausgeleuchtet wurde. Dieses Ereignis nennt man eine Zombie-Belagerung. Jede Nacht, genau um Mitternacht, besteht eine 10%ige Chance, dass ein solches Szenario eintritt. Das Besondere daran, Zombie-Belagerungen passieren extrem schnell, denn innerhalb von 3 Sekunden spawnen bis zu 20 Zombies. Oh, sie kommen! Hilfe! Nummer 10. Die meisten Dorfbewohner sind ein funktionierender Teil der Dorfgemeinschaft. Aber dann gibt es auch noch Nichtsnutze, die das genaue Gegenteil sind. Und warum? Nun, lasst es mich erklären. Die Nichtsnutze sind wirklich nutzlos, weil man mit ihnen keinen Handel treiben kann. Sie abends viel länger draußen bleiben als normale Dorfbewohner, morgens viel später aufstehen als die anderen und das Einzige, was sie tun, ist sich zu vermehren. Übrigens gibt es auch Baby-Nichtsnutze, die sich ähnlich verhalten. Nummer 11. Auch wenn wir im Nether nicht schlafen können, ist das bei Dorfbewohnern ganz anders. Aus irgendeinem Grund können sie ohne Probleme in Betten schlafen, ohne dass diese explodieren. Nummer 12. So sahen die ersten Dörfer aus, ohne Häuser und Bewohner. Kurze Zeit später kamen die Häuser hinzu und dann auch die Dorfbewohner. Damals sahen sie aber noch anders aus, denn früher lebten in den Dörfern diese Pigments, die hier wie aufrechtgehende Schweine aussehen. Lol. By the way, wenn man damals gezoomt hat, dann hat sich einfach der komplette Bildschirm auf den Kopf gedreht. Wieso? Nummer 13. Golems können Dorfbewohner angreifen, aber das funktioniert nur, wenn der Dorfbewohner Feuerwerkskörper zündet und den Golem damit trifft, so dass dieser Schaden nimmt und ihn daraufhin angreift. Nummer 14. Dorfbewohner haben nicht nur ein verstecktes Inventar für Essen, sondern können auch Rüstungen aufheben und anziehen. Das funktioniert aber nicht, indem man sie einfach vor sie hinwirft. Denn der Dorfbewohner nimmt die Rüstung nur an, wenn ihr sie in einen Werfer steckt und er in diesem Moment direkt davor steht. Tada, nun hat er die Rüstung. Und nicht nur das, er ist jetzt auch viel widerstandsfähiger als ohne. Mit der Dia-Rüstung brauchen wir 9 Schläge, um ihn zu besiegen. Und ein normaler Dorfbewohner stirbt schon nach 4. Auch wenn man die Rüstung nicht sehen kann, gibt es Gegenstände, die gut sichtbar sind.
sind. Die Köpfe können nämlich auch auf den Villager gesetzt werden, was dann so aussieht. Das geht übrigens mit allen Köpfen, auch mit den Drachenköpfen. Nummer 15. Dorfbewohner gehören wahrscheinlich zu den klügsten Mobs in Minecraft. Aber das war nicht immer so. Als sie in den Beta-Versionen noch diesen Namen trugen, verhielten sie sich genau wie Schweine, waren ziemlich tollpatschig und man konnte noch nicht mit ihnen handeln. Nummer 16. Während eines Zombie-Angriffs oder einer Belagerung sind die Dorfbewohner in höchster Lebensgefahr. Es ist also nicht verwunderlich, wenn sie Angst haben. Die Dorfbewohner geraten in Panik, zittern oder schwitzen. Das sieht dann so aus. Wenn das passiert, ist es wahrscheinlicher, dass sie Golems hervorbringen, um die Angreifer zu verscheuchen. Nummer 17. Wusstest du, dass Dorfbewohner auf Leitern klettern können? Wie du hier sehen kannst, können sie das wirklich. Allerdings wissen sie dabei nicht, wie Leitern überhaupt funktionieren. Und wenn sie sie doch benutzen, dann eben nur unabsichtlich. Und wo das Problem ist, fragt ihr euch? Naja, sie können die Leitern nur hochklettern, aber nicht mehr hinunter. Das bedeutet, dass die Dorfbewohner auf den Dächern nicht freiwillig dort oben sind. Sie kommen einfach nicht runter. Nummer 18. Dorfbewohner können miteinander reden. Nicht schlimm, sagst du? Oh doch, das ist es. Denn wenn wir einen Dorfbewohner angreifen oder töten und ein anderer sieht uns dabei, wird er versuchen, es den anderen zu sagen, was die Preise extrem in die Höhe treiben kann. Nimm das, blöder Villager. Nummer 19. Wenn du schon mal einen kleinen Dorfbewohner gesehen hast, weißt du, dass sie viel schneller und aufgeweckter sind als ihre Eltern. Die Kleinen springen auf Betten, fangen sich gegenseitig oder rennen einfach rum. Ähnlich wie Baby-Piglins und Hoglins. Nummer 20. Die Nicht-Spieler-Charaktere oder NPCs finden sich in der Minecraft Education Edition und sind die einzigen Mobs, mit denen man reden kann. Übrigens, sie sind auch viel widerstandsfähiger als normale Dorfbewohner. Wir können sie nicht schlagen, ertränken oder verbrennen. Auch ein Sturz aus großer Höhe macht ihnen nichts aus und fallende Ambosse fügen ihnen auch keinen Schaden zu. Tja, sie sind also unbesiegbar. Nummer 21. Wenn du einen Dorfbewohner tötest, haben alle anderen im Dorf 3 Minuten lang keine Lust, sich zu vermehren. Nummer 22. Dorfbewohner, die einen Job haben, haben 5 verschiedene Erfahrungsstufen. Stein für Anfänger, Eisen für Lehrling, Gold für den Gesellen, Smaragd für Experte und der Diamant zeigt an, dass dieser Bewohner die höchste Stufe Meister erreicht hat. Je öfter wir mit ihnen handeln, desto höher ist ihre Erfahrung und desto mehr Waren werden angeboten. Die rosa Partikel sind ein Indikator dafür, dass sie sich verwandeln und ein Level aufsteigen. Diese Partikel werden durch den Regenerationseffekt erzeugt, denn in dieser Phase können sie 2 Herzen regenerieren. Nummer 23. Golems und kleine Dorfbewohner verstehen sich besonders gut. Dabei kann es vorkommen, dass der Golem dem jungen Dorfbewohner eine Rose anbietet, die dieser dann sofort einsteckt. Das passiert aber eher selten. Nummer 24. Was ist eigentlich euer Lieblingshaustier? Schreibt's mal in die Kommentare. Nun, die Dorfbewohner bevorzugen Katzen, denn in Dörfern gibt es immer mehrere Katzen. Die Anzahl dieser in einem Dorf hängt von der Anzahl der Betten ab. Maximal 5 Katzen können in einem Dorf spawnen. Nummer 25. Es gibt einen Bug, der auch heute noch im Spiel ist. Aktiviert man die Programmierkunst, erscheinen plötzlich diese Mützen auf den Köpfen. Der Grund dafür ist, dass früher die Textur der Dorfbewohner die der heutigen Nichtsnutze war. Nummer 26. Wenn wir mit Dorfbewohnern handeln, steigt oder sinkt der Preis der Angebote. Diese Unterschiede werden durch Angebot und Nachfrage gesteuert, genau wie bei uns im echten Leben. Dinge, die wir oft gegen Smaragde eintauschen, können für kurze Zeit nicht verfügbar sein oder im Preis steigen, während Gegenstände, die wir nie brauchen, genau, billiger werden. Nummer 27. Zombies greifen Dorfbewohner jede Nacht an, wirklich immer. Denn selbst wenn wir den Unsichtbarkeitstrank auf die Dorfbewohner werfen, können die Zombies sie finden und vernichten. Das Komische dabei ist, dass sogar der fahrende Händler nicht von ihnen verschont wird. Sie verteidigen sich nachts, indem sie unsichtbar werden. Aber das ist den Zombies egal, denn sie können die Händler trotzdem sehen und töten. Nummer 28. In der Bedrock Edition ist es einfacher, Dörfer zu finden, weil sie in mehr Biomen vorkommen als in der Java-Version. Aber egal in welcher Version wir spielen, es gibt keine Dörfer im Sumpf und im Dschungel. Das ist wirklich seltsam, denn wir haben bereits Sumpf- und Dschungeldorfbewohner, oder? Nummer 29. Wenn man Dorfbewohnern den Job wegnimmt und ihre Betten zerstört, sind sie relativ planlos, weil sie entweder im Dorf umherwandern, bis Zombies sie in Zombie-Dorfbewohner verwandeln oder töten, zu nichts nutzen werden oder in den Betten anderer Dorfbewohner schlafen. Nehmt den Dorfbewohnern also nicht ihren Job weg. Nummer 30. Wenn ihr in einem Dorf seid, sucht einen Villager in einem Haus, sprecht ihn an und er wird euch Folgendes sagen. Abonnier sofort Bobby und Max, sonst hole ich meine Freunde.